Hallo, mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen Clicker Heroes 2. Hey Leute, herzlich willkommen zu Clicker Heroes 2. Wir machen weiter mit dem Berserker. Wie wir sehen, sind wir gerade Welt 293. Es ist also noch nicht viel besser geworden gegenüber gestern. Das Spiel lief dann tatsächlich noch so bis kurz vor 3, sag ich mal. Und das, es zieht sich. So könnte man es nennen, ja. Mittlerweile haben wir schon die nächste Reihe und wir haben bald Power mal 3. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was draus wird, ne? Weil, wie gesagt, ich mache das hier nur, um zu gucken, ob ich jetzt den Automator kriege. Was echt schön wäre. Wenn nicht, war der ganze Aufwand umsonst und ich hätte theoretisch die Welt einfach zu Ende graden können und hätte da schon mehr Level sammeln können. Wir werden sehen. Es wird jetzt also ein bisschen ätzende Scheiße, die wir hier machen. Also das, was ich die ganze Zeit schon gemacht habe eigentlich. Das, was ihr jetzt nicht so oft gesehen habt bisher. Ist aber das zweite Mal, dass wir in dieser Welt sind. Yay! Ja. Also es gab noch nichts weiter, keine weiteren Charts. Es gab... Ach, einfach nichts. Ich will jetzt nur gucken, was ich für einen Crit habe, weil ich da eben einen schönen Crit rausgehauen habe. Boah, ist okay. Crit-Schaden ist eher so, aber, ja, schön, dass Automata-Speed bei 140% ist, finde ich geil, der ist auch super schnell, ne, der macht eine Menge Shit hier gerade, ne, das ist ultra geil, also, ist Ultrigaria, so richtig Ultrigaria. Also ich hoffe, der Aufwand lohnt sich wirklich, weil das ist, wie soll ich sagen? Interessant. Um es mal genau zu nehmen. Sehr interessant. Aber hey, wir können Mobs aufeinander schieben und mit einem Cleaven. Ist das nicht geilo? Das Problem ist bloß, dass Cleave irgendwie nicht viel Schaden macht. Ich will es ja mal auch nicht, ne? Aber ey, ich habe schon einen schönen Stack hier. Meine, ein bisschen Schaden hat sein gemacht auf die Mobs, ne? So ist der nicht. Das ist ja jetzt nicht das große Problem. Also schon, könnte mehr Schaden sein, meiner Meinung nach, aber... Aktuell ist dann das Problem, dass die Mana-Rack dementsprechend zu low ist, um das dauerhaft zu benutzen. So kann ich jetzt mal eine Ebene machen, sag ich mal. Alles zusammenschieben und die damit verdröschen. Aber das wart auch. So, ich schieb die noch mal zusammen und dann mache ich, Rems, genau. Ich meine, umso höher der Crit natürlich ist, umso mehr Schaden macht das ganze Zeug auch, ne? Umso mehr Chancen hast du auch was zu critten, weil ich glaube, dass jeder Hit, den du damit machst, du triffst ja, glaube ich, alle auf einmal, ne? Und dann hast du auf jedem halt mit einem normalen Attack sozusagen, der ein bisschen stärker ist, die Chance zu critten. Ja, ist schon okay, so... Ich meine, umso weiter ich jetzt im Baum gehe auf Schaden, desto weiter kann ich die Mobs ja auch schieben nachher. Ganz simpel, ne? Aber ich kriege ja nicht tot. Oh, ich sollte vielleicht doch mal was skillen, ne? Manchmal hilft Skillen weiter. Und manchmal kann man nicht skillen, was weiterhelfen würde. Das ist schwierig. Ja. So, dann machen wir das, dann machen wir diesen und dann machen wir gleich einen Schubs mit Dash. Also ich habe schon mal geschafft, einen riesengroßen Stack auf beim Gegner zu parken, beim Boss zu parken, aber... Ja, was soll ich sagen, ja? Ich meine, ich hätte gleich von Anfang an auf Stärke gehen können, schaden. Aber, um ehrlich zu sein, würden wir so lange brauchen, um von einem zum anderen Mob zu laufen oder zwischen den Ebenen, zwischen dem Boss und der neuen Ebene dann zu laufen, das wäre eigentlich nicht so geil. geil. Und ja, der Automator würde auch helfen, wa?
Es würde sich zumindest besser grinden lassen. Na ja. Kann man nicht ändern. So, dann nehmen wir uns hier jetzt noch den Bonus. Das müsste jetzt reichen, um die Ebene recht schnell zu schaffen eigentlich. Endlich mal. Ich kann euch sagen, das dauerte gestern schon so lange, ne? Boah, immer rübertappen. Hey, da ist was zu skill. Also, spielmäßig. Ich habe ja dann gestern Oxygen gespielt. Das neue Preview, das Industry Space Update. Das ist echt witzig. Ich habe davor noch nichts gebaut, weil meine Welt weitergespielt habe. Die ruckelt wie Schwein, so wie immer. Und ich wollte eine neue anfangen eigentlich. Was natürlich nicht geht, weil ein Bug drin ist. Und zwar, du kannst, wenn du forschst, geht der Forschungsbalken nicht hoch. Das heißt, du forschst für nichts. Verbaust dir da die Ressourcen oder so. Für nichts. Und das ist ziemlich ungeil eigentlich. Und musste ich meine Welt ja weiterspielen, ne? Ja, ich habe da so viel Zeug gebaut. Ich habe da irgendwie ein Hydrogen-Geist hier gefunden, in der Oberfläche, ne? Dann habe ich gleichzeitig, keine Ahnung, 6 Block daneben einen Eisengeist hier gefunden. Alter, das geht ab, Mann. Also das mit dem Eisengeist hier ist geil, ne? Jetzt brauche ich kein Metall mehr herstellen. Weil das bräuchtest du ja theoretisch, um Stahl herzustellen. Und dann holst du einfach von oben. Dann habe ich es geschafft. Ich habe ein kleines Wasserreservoir. Und oben drüber, das ist ja gekühlt. Von 2 Keuchwurz. Das ist, das war schon recht kühl, so irgendwie allgemein, die Luft, die da drin war, beziehungsweise das Kohlendioxid. Und dann habe ich, Stahlluft endlos herstellen lassen. Ich habe irgendwie 216 Leim gehabt. Und dann, naja, ich glaube, 10 Leim ist immer ein Stahl, ne? Hab also herstellen lassen. Und irgendwann gucke ich runter, ist alles voll Dampf da unten. Alle Maschinen kaputt. Oh fuck, alles kaputt. Geil, läuft ja richtig bei mir heute. Und seitdem ist da der Dampf drin, das kriegt das nicht mehr weg, weil 200 Grad heißer Dampf, da kriegst du so schnell nicht gekühlt. Dann hast du daneben die Röhren, die Transit-Tubes, die sind schon geschmolzen, teilweise, ne? Das hat ewig gedauert, die zu bauen, weil ich Probleme habe, das Ding zu kühlen, oder hatte. Und jetzt habe ich mir eine Kühlung gebaut, weiter oben, mit diesem antitropischen Dingens-Bummens-Kühlgerät da. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es richtig heißt. Ich hatte halt Probleme mit Hydrogen hinzubekommen, dass der jetzt alles hinfällig und so. Jetzt brauche ich den Stahl, um oben die Dinger zuzumachen, damit da keine Meteoriten reinregnen, damit mir alles wieder zerstört wird. Oh, das ist so ätzend, ey. Manchmal ist das richtig ätzend. Time Zone, yeah. Toll, die schaffen wir doch wieder nicht. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich gestern beim Boss gebraucht habe, beim 75er, ne? Das ist sehr interessant gewesen, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Naja, nicht ganz 6 Mana die Sekunde. Die Minute, die Sekunde. Lol. Das wäre ultra geil. Fast 6 Mana die Minute. Das ist gar nichts für den Verbrauch, den wir haben. Eieiei. Ich ahne schon, dass wir jetzt hier eine Weile feststecken werden, Mann. Ist das so? Ja, das ist so. Macht das so Spaß? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gucken wir mal. Ich habe gestern ein bisschen mit einem Kumpel gelabert. Der spielt ja immer noch seinen Final Fantasy Brave Exvius. Das habe ich auch mal gespielt, ganz zu Anfang. Da haben wir relativ, naja, gleichzeitig nicht angefangen zu spielen, aber ich glaube, ich habe es vorhin mal gespielt irgendwann und dann hat er das geholt und seitdem ist er einfach dabei. Es gibt jetzt so ein Event, du kannst täglich einmal umsonst pullen, heißt das wohl. Also dir einen Charakter erstellen oder was da. Ist eigentlich eine coole Idee. Werde ich wahrscheinlich nachher mal machen, einfach so aus Langeweile. Und mal schauen, was abgeht. Gestern hat wir es installiert, einmal gepult. Und mal gucken. Einfach mal so. Vielleicht mache ich doch wieder ein paar Videos über Android-Sachen, also Spiele oder was weiß ich. Müssen wir mal gucken. Weil jetzt, wo ich die Grafikkarte habe, ist natürlich kein Problem mehr grafischerweise, ne? Kann ich einfach alles irgendwie wieder spielen, was es so gibt. Also die normalen Dinge halt. Es war ja mit der Grafikkarte, die Feuerdeck, halt ein Problem, weil das immer so ein bisschen. Der Player wollte auch meistens deswegen nicht. Jetzt ist es völlig egal.
Und jetzt schaffen wir diese Mobs nicht. Oh, jetzt wird's hektisch. Wird's langsam etwas hektisch. Wird's langsam etwas Hektor. Nein, es wird hektisch. Ah, wir schaffen das nicht mehr. Ah. Wir werden was gleich relativ leicht durchschaffen, weil jetzt, guck mal, machen wir richtig viel Schaden eigentlich an denen. Und wenn ich jetzt gleich mal hier so klopf an dem mache, so Rims, dann fällt es überhaupt nicht auf, dass ich das gemacht habe. Aber hey, ich hab's gemacht. I did it! Yes! Yes! Aber gestern ein bisschen gequatscht, weil Freund und dementsprechend seine Freundin werden bald heiraten. Also nächstes Jahr im Mai. Und Thema ist ja, dass man ein bisschen was Grünes an sich trägt. Dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich mir grüne Hulk-Fäuste holen. Und werde dann damit da rumlaufen. Also ist was Grünes, ne? Es ist nicht ganz der Ton, den sie brauchen, ne? Also vor ihr Gimmes, sag ich mal, aber... ja. geil, da mache ich dann einen Einlass. ja, das wird ultra gut. Hulk wütend! geil. Das gefällt mir jetzt schon. Die Idee ist gut, also... ich glaube, die findet dann nicht so gut, aber... wird schon passen. Und wir schaffen die Zone wieder nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Muss ich mir ja den ganzen Mund vor sich labern, um irgendwie... Zeit rumzukriegen auf diesem ganzen langweiligen Shit, den ich hier mache. Vielleicht hilft uns jetzt hier so ein bisschen... was von dem Krams, den wir jetzt hier gleich kriegen, an Gold, ne? Ich hoffe, das Haste auch noch. Ne, das lasst das mit dem Haste. Wir machen einfach viel zu wenig Schaden, das ist es. Viel zu wenig. Mann, nicht mal mehr die Lust. Nicht mal mehr die Welt hat Lust, irgendwas, Mann! Nicht mal mehr das Spiel hat Lust, die Musik abzuspielen. Huh, gib mir das. Jetzt schaffen wir das hier aber schneller, komm. Jetzt holen wir die Zeit noch ein. Hoffentlich. Die machen alle verschiedene Geräusche, wenn sie sterben, ja? Ah ja, mehr so Summ. Summi ist kaputt, nein. Nein, Summi, why? Why? Oh, why? Ah, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann danach. Boah, wieder, ich habe schon irgendwie 3 oder 4 Mal Gold gekauft. Also hier so, wie das hier, ne, eben. Jetzt hier mal, ich krieg bloß Mana. Oh mein Gott, das kann ich nicht mal Gold kaufen, wenn ich Gold haben will. Das gibt's ja nicht. Mana, wie viel gibt's? 10 Mana für 2 Rupees. Rupees. Es könnte sich sogar fast lohnen. Die Skills ein bisschen besser werden. Oh Gott, da kommt ja noch der Boss auch noch. Das schaffen wir wieder nicht. Bullshit. Gott, dein Bullshit. Ja, nochmal hier. Da war der Händler mal kurz weg, wa? Ey, willst du hin? Richtig gut, ey, der Monopoly-Mann, Alter. Erinnert mich ein bisschen an den zumindest. Der Monopoly-Mann. Ach, sie sind doch wohl der Monopoly-Mann. Jetzt ziehen wir Damage, Alter. Ruppen-Damage, wie auch immer wir. Damage jetzt, Alter. Ne, Damage. Haben wir irgendwelche Modifier auf der Welt? Ne, eigentlich ganz normal. Ist einfach bloß, die Kosten sind verdammt hoch im Endeffekt und das ist einfach nur ätzend. Das ist alles. Das ist einfach nur ätzend, ja. Es gibt übrigens keine neuen News. Keine großartigen Kommentare. Außer, dass eine Bombe bei mir platziert wurde. Ja, das war's. Ja. Gibt also nichts, was ich großartig jetzt darüber quatschen könnte. Mann, ich brauche ein bisschen Musik, damit das hier nicht ganz so fade ist, so langweilig, so. Dann hört ihr bloß meine komische Krepelstimme und... Pff, ja. Pff. Gib ihm. Ja, gib ihm. Saure, ja. Ja. Rems, die Bems.
So. Yay, we did it! Musik! Da ist Musik! Ich glaub's nicht, wir haben wieder Musik! Ist das nicht toll? Das merkst du nämlich normalerweise nicht, wenn du die ganze Zeit die Musik aus hast, vom Hause aus schon. Weil, was soll ich im Hintergrund mit der Musik und den Sounds, ne? Das ist ja... Ich meine, hier geht das noch mit den Sounds, ne? Aber wenn du jetzt hier einen Clickstorm machst, da ist das die ganze Zeit, das ist nicht so geil. Das musst du nicht die ganze Zeit hören. Alter, wir haben 3 Ebenen geschafft in der Zeit, nicht mal. Boah, da kann ich mir darauf einstellen, dass das noch relativ lange dauern wird bis zum Ende hin. Ja. Lohnt sich das? Sicherlich, wa? 15% mehr. Und hops. Ich überlege gerade echt, hole ich mir Diablo für die Switch oder hole ich es mir nicht? Einfach so, weil ich gestern das Thema mit einem Kumpel hatte, der auch da war, der auch eine Switch hat. Er holt sich das auf jeden Fall, weil dann hat er was für die Arbeit. Also, ne? Das klingt jetzt so, als würde er da nichts machen, aber hat halt einen sozialen Beruf. Und auf Nachtschichten, glaube ich, hat er nicht so viel zu tun. Wie soll ich sagen, das ist so... Er ist, glaube ich, Altenpfleger oder sowas in der Art. Und ist dann halt jemand, der... Ich weiß nicht, ein bisschen pflegebedürftig ist. Oder ziemlich, aber nicht mehr bei Bewusstsein oder sowas. Oder nur schläft oder so. Weiß ich nicht genau. Davon gehe ich mal aus. Eine Freundin von mir macht das auch. Das ist halt genauso und die ist dann halt ihre 12 Stunden dort. Und muss sie dann ein bisschen wach halten auch, ne? Du darfst auf der Arbeit definitiv nicht einschlafen. Das ist das Einzige, was nicht passieren darf, einschlafen. Ja, und dann dürfen sie halt auch lesen, spielen, solche Dinge. Ist natürlich immer direkt bereit sein, wenn irgendwas sein sollte, ist ja ganz logisch. Hast natürlich auch so deine Grundaufgaben, die du machen musst. Ist alles ganz klar. Ich kenne noch andere, die wohnen ein bisschen weiter abseits von hier. Die machen das auch. Gleiche Arbeit, mehr oder weniger. Und ich bin auch dann während ihrer Schicht WoW oder sowas. Haben dann geradet mit uns, wenn sie konnten. Und die Luba geradet haben sie nicht während der Schicht, Logik. Das weiß ich aber auch nicht. Ist mir auch relativ egal. Also Bau kannst du das nicht. Oh, Gan kannst du da auf jeden Fall. Ja, das ist echt zum Gan hier. Das ist so ein bisschen... Wie eine der Resident Evil Folgen, die kommen wird. Also, das ist genauso interessant wie hier. Da gibt's so eine Folge, die ist ein bisschen mehr, also würde ich das bezeichnen. Ah, das ist interessant, ja. Oh mein Gott, ungefähr so. Schnarch, könnte man auch dazu sagen. Das ist auch Schnarch hier, ne? Ein bisschen Schnarch da. Du machst hier nur Schnarchfolgen, ne? Naja, habe ich ein Thumbnail, die Schnarchfolge. Episode 69, die Schnarchfolge. Schnarch. Ja. Ich würde sagen, der Boss ist kaputt. Ich mache jetzt noch die 3 Ebenen, also dann alleine die 3 Ebenen, ne? Also ein bisschen, gut, weil das ist jetzt nicht mehr ganz so interessant. Ja. Dann würde ich ganz simpel sagen, bis morgen, auf Wiedersehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet und was man vielleicht verändern oder verbessern könnte. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.